Mit Schwarz, Weiß, Rot und Gelb. Zeig ich mal, wie ich auch mit deinem Mantel hinschaust. Ja, fein. Ich möchte übrigens jetzt nochmal fragen, wer letztes Jahr das Werk von Schorsch gekauft hat. Ist genau. Der zufällig hier? Weil wir suchen immer noch den Gentrifizierungswichser. Da oben ist das Schwein! Man muss bei diesem Werk von Schorsch kann man ohne zu sagen, dass der Trick darin besteht, dass man nur zu Schorsch hingehen darf, um ihn zu berühren. Ist das wirklich Schorsch? Und bleibt das St. Pauli Art Tape auf dir oder geht das dann an den Käufer? Also das Ganze hat also über den direkten materiellen Wert und den Kunstwert hinaus auch noch jede Menge Fetischwert. Klingt jetzt auch zu. 100 Euro. Du bietest schon wieder 100 Euro. Aber du kannst sie doch einfach so von hinten berühren. Mach's doch. So. Ich glaube, es ist zu hoch gesetzt, Ralf. Okay, 5. Meine Damen und Herren, wir gehen ins Rennen mit Schorsch Kamaru, dem St. Pauli Art Cape und der Berührung der gesamten Gestalt des artifizierten Wesens Schorsch Kamaru. Für 5 Euro. Wer geht darüber bitte sehr, meine Damen und Herren? Oder wer bietet überhaupt 5 Euro? Ah. Ja, komm, ich hab ihn schon angefasst. 5 sind schon geboten. 5 liegen auf dem Tisch, meine Damen und Herren. 5 Euro liegen auf dem Tisch. Ich würde sagen, wir gehen in einer Schritten. Wir gehen in 5er Schritten nach oben. Wer geht auf 10? Ich sehe da vorne, die Dame in Rot geht auf 10 Euro nach oben. 10 Euro, 15 Euro sind geboten für das St. Pauli Art Cape mit und von Schorsch Kamaru. Touching Schorsch. 15 Euro. Wer geht über die 15 Euro hinaus? One Touch with the Schorsch. 15 Euro. Wer gibt jetzt 20 Euro for Touching the Schorsch? 15, 20 Euro liegen im Feld. Just for a touch. It's just a touch away. Yes. We are now continuing the trade in English. Yes, there's another bidder on the stairs in the background. 20 pounds for touch the Schorsch. So, did you see the bidder? Was? Another bid. Oh, 25 euro, 25 pounds. It's the same, like euro pound is nearly the same. 25 pounds for the touching the Schorsch. No, not touch the Schorsch, just touch the cape. Tape the cape, he says. 25 euro for taping the cape. Taking the cake. 25 euro for taping his cake. 30 euro for taping his cake. Come on, touching the 30 euro. Geht noch jemand höher als 30 Euro for touching the Schorsch and taking the cake? Ich muss dazu jetzt mal so eine kunsthistorische Anmerkung machen. Die Menschen kennen Schorsch Kamaru als Sänger und als Regisseur. Das alles stellt natürlich noch keinen Kunstwert im Marktsinne dar. Das ist vielleicht symbolischer Wert, der sich aber nicht ohne weiteres in den Kunstmarkt übersetzen lässt. Für die Kunstmarktmenschen möchte ich dazu sagen, Schorsch hat schon mal ein Bild mit Albert Oehlen gemalt. Hey. Albert Oehlen meinte dann, jetzt kann ich das nur für die Hälfte anbieten. Aber Sie können jetzt sozusagen ein Schorsch Kamerun Original, das kann man auch, also das ist ja nicht einfach so ein Cape. Das ist, da gibt es auch den Bezug auf zum Beispiel die Jungfrau von Guadalupe in Mexiko, die dem Diego erschienen ist, 30 Jahre nachdem Kolumbus Amerika entdeckt hatte. Komisch, 30 Jahre, 30 Euro, komisch. What shall it mean? Und das ist ein Bild, das jetzt also sozusagen, also nicht das Bild, sondern das Cape, auf dem sich dann die Madonna abgebildet hat, hängt jetzt in der Kirche. Hunderte, Tausende, Millionen von Menschen ziehen da jedes Jahr vorbei und beten das an. An Schorsch Kamaru übrigens auch jedes Jahr. Hunderttausende von Menschen ziehen an ihm vorbei, sitzen jetzt hier. Hier allein sitzen Hunderte von Menschen vor Schorsch Kamaru. 100 ist jetzt das nächste Stichwort. Wir sind bei 30, wir könnten aber den Sprung wagen auf die 100. Wagt sich jemand for taking the Schorsch Cape from the
Artificial Body of Schorsch. Ich weiß, unter uns sind ein paar national kritische Elemente auch und Sie können das dann anders falten, ja? Wenn Sie das in den Rahmen tun, dann können Sie zum Beispiel betonen, das Loch oben. Dann haben wir noch so ein bisschen auch Duchamp mit drin, der da zitiert wird. Wenn du das mal ausziehen würdest und so halten würdest, dann hat man auch noch so ein bisschen den Duchamp-Effekt von... Ja. Wow, das ist ja der Wahnsinn. Ne? Duchamp, diese Scheiben, Sie kennen das. 40, wenn Sie, 30 zum ersten Mal. Da wird das ganze Ding auch wandfüllend. Ja, es hängt jetzt vom Rahmen ab. Also ich würde sagen, wir gehen jetzt in 20er Schritten nach oben. Wir sind bei 30 und wir könnten 50 gebrauchen. Da sitzen so manche noch in den Startlöchern. 30, meine Damen und Herren. Kommen Sie. 30. Also ich biete jetzt mal 50. 50 Euro for taking the Schorsch Cape away. Ja, auf jeden Fall. 50 Euro, meine Damen und Herren. Ich möchte das haben. Zum Ersten. Was kann man auch seinen Eltern schenken, das Bild? In diesem Fall geht 50. Die Zählung übrigens bis 4. Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten, zum... Ralf? 55. Ralf? 55 Euro. Nein, ich habe die 100 Euro dabei, ich biete die 100 Euro. Ralf Köster, 100 Euro, ich würde sagen, zum Vierten ist es weg. Die 100 Euro kriegst du nie. Wahnsinn. Die waren ja auch nicht für ihn gedacht. Wer verkauft das in zwei Jahren? Die 100 Euro waren ja für die Bewegung gedacht.